lieber SVN-Zuschauer, also heute sind wir hier in der Berger Stuben, in Berg natürlich, Kirchweiser. Und jetzt haben wir uns mal einiges an Essen bestellt. Und mal gucken, wie es aussieht, gell? Das Papier, das auszumachen, da muss ich mal. Das ist also jetzt der Salat. Die Renata hat denselben, ne? So denselben wie ich. Christine hat auch denselben. Meine ist ein wenig grüner, ein wenig gelber. Also, Leute, ehrlich, ne, was mir am meisten stinkt, sind immer diese Reservierten. Kommst du hin und da ist immer, da haben sie reserviert. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Früher, ne, vor Corona, da hat es das gar nicht gegeben mit den blöden Reservierten. Das war was aus der DDR, da haben wir das gekannt. Ne. Warten, aber allerweil musst du immer warten, bis die Bedienung kommt, ne, oder der serviert dauernd bei euch. Das ist prima, gut so. Das ist also jetzt mal Essen, das sind die Kalamari. Ich habe mir gegrilltes Gemüse dazu bestellt. Und das ist der Nadia Biftegi mit Reis. Ne? Mit und du hast das gleiche, Christine, oder? Ja. Also. Also ich wünsche einen guten Appetit. Ne? Ja, danke ebenfalls. Ne? Jetzt habe ich mal Calamaretti gegessen und war wirklich gut, hat gut geschmeckt, muss man wirklich sagen. War mit Gemüse, ne, gebackenen Gemüse und so, wirklich sehr hervorragend. Ne. Und dir geschmeckt? Sehr gut. Ich habe es fast nichts mehr geschafft. Oh, viel große Portionen. Ja. Aber sehr gut schmeckt. Und Christine hat jetzt auch geschmeckt. Ja, war sehr gut, hat es geschmeckt. Also mit Berger Stuben können wir mit ruhigem Gewissen empfehlen, da kann man wirklich gut essen. Und da im Gartenhausen, da kann man schön sitzen, im Schatten bei der Sonne. Also wirklich wunderschön hier. Da stehen schon die Kirchweihbäume rum.